In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was ein Graph ist und was man damit so alles machen kann. Ein Graph ist allgemein gesehen ein mathematisches Konstrukt oder eben eine abstrakte Repräsentation, eine abstrakte Struktur, um verschiedene Entitäten und ihre Verbindungen zueinander oder zwischen denen zu repräsentieren. Ich präsentiere Ihnen ein paar Beispiele und dann wird es ein bisschen klarer. Nehmen wir doch mal an, dass wir Menschen haben, die miteinander in Verbindung stehen. Nehmen wir doch mal an, dass wir mehrere Menschen haben. Sagen wir mal, da ist Anna und da ist Max und da ist noch jemand, die heißt Elena und da ist noch jemand, der heißt Tom und da ist noch jemand, der heißt Lukas und so weiter. Das sind unsere Knoten im Graphen, die Entitäten, die man repräsentiert, die irgendwelche physikalische Eigenschaften letztendlich haben. In diesem Fall sind es Personen, die stehen in Beziehung zueinander. Was bedeutet das? Zum Beispiel Anna und Max sind befreundet, Max und Lukas sind befreundet, Max und Elena sind befreundet und Tom und Anna sind befreundet. Aber Tom und Elena kennen sich gar nicht und Elena und Lukas kennen sich auch nicht. Das wäre ein Beispiel für einen vollkommenen Graphen. Die runden Dinge heißen Knoten und die Verbindungen dazwischen heißen Kanten, sehr oft aber auch nur mit Verbindungen ausgesprochen. So, was kann man jetzt alles noch so alles damit machen? Man kann auch etwas kompliziertere Netze damit darstellen. Ein Beispiel für einen anderen Graphen wäre das DFN-Netz. DFN steht für Deutsches Forschungsnetz und es wird von allen möglichen Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen zusammengetragen, um eine gemeinsame Infrastruktur, eine Netzinfrastruktur zu bewerkstelligen und zu nutzen. Hier auf diesem Bild sieht man den Stand von dem DFN-Netz im Oktober 2018 und man sieht hier auch die einzelnen Knoten. Das sind die verschiedenen Städte oder auch nicht unbedingt Städte, sondern die Forschungseinrichtungen, obwohl die meisten sind in einer größeren Stadt. Das sind hier die ganzen Knoten, also alle hier roten Punkte, rötlichen Punkten. Und dann die Verbindungen dazwischen sind auch klar und deutlich hier. Das sind hier die Kanten dazwischen. Also wenn das hier die zwei Knoten sind, dann ist die Kante dazwischen schwarz. Auf diese Darstellung sehen die Kanten natürlich genauso aus, wie die Glasfaser eigentlich verlegt wurden. Das heißt, wenn wir von dieser physikalischen Struktur abstrahieren wollen, dann nehmen wir meistens nur die Kanten, nur die Knoten. Das heißt, in diesem Fall machen wir doch das Gray-Knoten und hier das Ross-Knoten, also Rostock und Greifswald. Und dazwischen machen wir einfach eine ganz normale Kante, die mit einer geraden Linie repräsentiert ist. Allerdings, Graphen können auch mehr als nur Kanten und Knoten darzustellen. Eine Möglichkeit ist, den Kanten Gewichte zu geben. Das heißt, hier an dieser Kante kann ich Ihnen das Gewicht geben, wie zum Beispiel, wie lang das Glasfaser dazwischen ist. Was auch immer das ist, ich muss es jetzt raten, wir nehmen ihm ein Gewicht einfach von 300, was auch immer das bedeuten soll. Man kann allerdings auch andere physikalische Größen als Gewichte eingeben, wie zum Beispiel, wie teuer das Glasfaser war oder welche Bandbreite genau die Verbindung hat oder welche Kapazität sie hat. Das kann man vor allem bei Straßen ganz gut nutzen. Da kommen wir auch gleich auf unser nächstes Beispiel. Sehr oft werden Straßennetze auch mit Graphen repräsentiert. Eigentlich ist es eine der bekanntesten Arten und Weise, wie man Straßennetze überhaupt repräsentieren kann. Das zeige ich Ihnen jetzt auch mal. Hier auf dieser Karte sehen wir einen Ausschnitt aus Deutschland mit mehreren Städten, die eingekringelt sind. Das sind die Städte, die ich zum Beispiel repräsentieren möchte. Und dazwischen kann ich jetzt entweder natürlich die echten Straßen nachmalen. Dann werden vielleicht Eigenschaften sichtbar, wie lang diese Straße ist.
Aber in unserer mathematischen Darstellung müsste ich einfach die Kanten, die diese Städte verbinden, nachmalen, wie zum Beispiel so. Und dann mit Gewichten kann ich natürlich auch entweder die Kapazität dieser Straßen darstellen oder die Länge und so weiter. Graphen werden nicht nur auf solchen Straßenkarten benutzt, die ganze Städte miteinander verbinden, sondern auch auf viel kleinerem Niveau, wie zum Beispiel eine einzelne Stadt und ihre Kreuzungen und ihre Endpunkte von jeden Straßen darzustellen. Eine Graphenrepräsentation wird zum Beispiel in allen Navigationssystemen benutzt, um ihre kürzeste Route zu berechnen. Das werden wir innerhalb von diesen ein paar Videos auch zusammen sehen. So, was kann man noch alles machen? Man kann auch gerade bei Straßen sehr praktisch, wenn eine bestimmte Straße nur in eine Richtung geht, und das möchten wir in diesem Graphen auch repräsentiert bekommen, das wäre eine sogenannte gerichtete Kante. Nehmen wir mal diese Verbindung zum Beispiel und nehmen wir doch mal an, dass die Autobahn zwischen Bamberg und Nürnberg in Richtung Nürnberg geschlossen ist, Baustelle. Aber in Richtung Nürnberg-Bamberg funktioniert alles einwandfrei. Das heißt, das ist jetzt eine gerichtete Kante und bedeutet, dass ich von Nürnberg nach Bamberg durchaus reisen kann, bewegen kann, aber nicht von Bamberg nach Nürnberg. Und im Moment, wie unser Netzwerk hier aussieht oder Graph aussieht, sieht es so aus, als ob ich zwischen Freiburg, Stuttgart, Ulm, München und Nürnberg mich frei bewegen kann, hin und her in alle Richtungen. Einmal aber von Nürnberg nach Bamberg gekommen, kann ich nicht mehr zurück. Ich bleibe da erstmal stecken, bis die Baustelle wieder geöffnet ist. Und die anderen Knoten sind überhaupt nicht verbunden. Da kommen wir bereits auf eine weitere Eigenschaft von Graphen, die sogenannte Konnektivität oder Verbundenheit auch auf Deutsch. Das bedeutet, ob alle Knoten tatsächlich miteinander verbunden sind oder nicht. Meistens reden wir von einer vollständigen Konnektivität. Das bedeutet, dass man von jeder Stadt oder von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten reisen kann oder sich bewegen kann, wobei es irgendwie plausibel ist, dass man die Kanten dafür nutzen muss. Welche Arten von Problemen kann ich jetzt mit meiner Graphenstruktur lösen? Bis jetzt haben wir letztendlich nur die Struktur selbst kennengelernt. Wir wissen jetzt, was ein Graph ist. Wir wissen, was ein Knoten ist, was die Kanten sind, dass Kanten gerichtet und ungerichtet sein können, dass ich Gewichte den verschiedenen Kanten geben kann und dass ich eine Eigenschaft bereits kenne, nämlich die Konnektivität. Sind alle Knoten miteinander verbunden oder eben manche nicht oder nicht vollständig, wie zum Beispiel wie hier bei uns Bamberg. Welche Probleme ich damit lösen kann? Ganz viele. Wenn ich ein Graphen, wenn ich mein Straßennetz in der Stadt oder in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt mit Graphen repräsentiere, kann ich das Navigationssystem lösen oder auch kürzeste Wege genannt. Die kürzesten Wege ist ein absolut fundamentales Problem in der Graphentheorie. Wie komme ich von Freiburg nach Bamberg möglichst schnell? In unserem Fall gibt es irgendwie ganz offensichtlich nur einen einzigen Pfad. Aber wenn ich die anderen Knoten mit den echten Straßen tatsächlich nachvollziehen würde, dann beginnt das Problem etwas komplizierter zu werden und gar nicht so offensichtlich. Ich kann außerdem sogenannte Materialflüsse lösen. Ein Materialfluss ist, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Flotte von LKWs möglichst schnell von einer Stadt in die andere schicken möchte. Aber diese Flotte kann man nicht auf eine Straße schicken, weil zum Beispiel die Kapazität dieser Straße mit einem LKW bereits erschöpft ist. Sonst Stau. Andere Probleme sind die sogenannte Zentralität von Knoten. Wenn ich mir einen Graphen angucke, gerade wie in unserem Beispiel, gehen wir doch mal zurück hier zu unserem Beispiel mit den Menschen. Hier sehe ich, dass Anna eine Anzahl von Kanten 2 hat. Max hat aber 3, Lukas hat nur eine Kante, Elena hat nur eine Kante und Tom auch. Das bedeutet, Anna und Max sind besser verbunden als die anderen in diesem Graphen. Und da fangen wir an, von einer Eigenschaft zu reden, die Zentralität heißt. Welcher Knoten ist besonders wichtig für diesen Graphen? In diesem Fall sieht es so aus, als ob Max der allerwichtigste Knoten ist, weil er am meisten Leute kennt.
Mit anderen Worten, wenn ich jetzt irgendeine Nachricht, nehmen wir mal an, an alle schicken möchte in diesem Netzwerk, in diesem Graphen, dann, wenn ich es an Max schicke, dann wird es am schnellsten propagiert, weil Max die meisten Leute kennt. Und natürlich ein grundsätzliches Problem, das ich auch noch lösen kann, ist, ob der Graphen überhaupt verbunden ist oder nicht. Wenn man es sich so anguckt, mit der grafischen Darstellung von einem Graphen, dann ist es relativ einfach zu erkennen, ob tatsächlich die Knoten aneinander verbunden sind oder nicht. Sie können sich aber bereits jetzt wahrscheinlich denken, dass diese grafische Repräsentation im Computer nicht besonders hilfreich ist. Damit kann ich keine Algorithmen bauen, damit kann ich nicht rechnen. Ich werde andere Repräsentationsformen vorziehen und diese mathematische Repräsentationsformen, die werden wir später in einem anderen Video sehen, sind bereits nicht ganz so offensichtlich, nicht ganz so übersichtlich. Das heißt, das Problem, ob der Graph überhaupt verbunden ist, ist ein der grundlegendsten Probleme wiederum in der Graphentheorie. Und natürlich gibt es unendlich viele andere Probleme, die ich damit lösen kann. Prinzipiell alles, was ich mit einem Graphen repräsentieren kann, Menschen, Router, LKWs, Materialflüsse, Straßenkarten und so weiter und so fort, das kann ich alles mit Graphen repräsentieren und natürlich alle Probleme, die sich in dieser Anwendung überhaupt, die in dieser Anwendung überhaupt interessant sind, die kann ich dann mit der Graphentheorie auch lösen mit bestimmten Algorithmen. Dankeschön.